bei Rosario. Ich fahre mal die ganzen Wege ab. Ich will ja immer wissen, wo ich bin. Mit dem Highbike, mit dem neuen. Also wenn man das auf höchste Stufe fährt, dann hat das eine Reichweite von 25 Kilometer. Dann haut es natürlich die 120 Newtonmeter rein, was natürlich eine ganz schöne Kraft ist. Ansonsten schätze ich es auf 100 Kilometer, wenn man gemäß fährt. Ich hatte aber Lust drauf, das heute mal wieder zu fahren. Es ist ein sehr stabiles Gefühl mit dem Highbike 5.0 aus Carbon. Das ist wirklich unvergleichbar schön. Dieses sichere Gefühl. Und federt natürlich alles weg mit diesem Rockshock. Federgabeln vom Feinsten. 150 mm. Wie schön das hier ist. Die Blumen hier am Rand. Thank you.
stimmt mal hinaus. Das ist nicht eine herrliche Landschaft. Spielt das Heilberg einfach drüber, diese Steine und Löcher und alles. Das interessiert das Heilberg nicht. Gestern die schöne Stadt Elvas, die ist schon ein paar tausend Jahre alt, mindestens zwei. War sehr, sehr schön. Es ist so herrlich hier. Also ich bin hier, ja, da hinten ist Spanien. Aber das ist ja Portugal, Nordwest. Es ist einfach nur. Einfach nur schön hier. Tolle Temperaturen. Alles vom Feinsten.
interessant. Extrem hätte ich jetzt noch 25 Kilometer Reichweite, aber ich brauche es nur für hier den nicht steilen Berg hochzukommen. Dann mal los! So, Pedal. Setsch. Mir fehlt die Hoch, als wenn ich bergunter muss. Der stärkste Motor bei den E-Bikes, dieser Fly-On, der weltweit auf dem Markt ist.
mit 120 Newtonmeter. Ganze Getriebe, alles aus Titan. Also vom feinsten Material, hergestellt in Deutschland. Weiter.
bin schon wieder nicht gut montiert. Aber wenn das der einzige Fehler an dem Fahrrad ist, dieser blöde Ständer, da habe ich ja den Viktor in Andernach, der russische Spezialist, der findet da immer eine Lösung, wie er dem Ständer einen vernünftigen dran baut. Hat er bisher immer geschafft. Der Vorbesitzer hatte das Rad 1200 Kilometer gefahren in 3 Jahren und ist bei Regen gar nicht damit raus. Keine hier solche Wege hat er gefahren. Ist schon bei ihm in meinem Schlafzimmer zum Angucken. Und jetzt hat das Fahrrad
das erste Mal solche Dreckswege erleben müssen. Ich meine, ich hätte ein bisschen Angst bekommen, als ich das gesehen habe. Von den Etablierten, die sich schon so dran gewöhnt haben, die Leute
hinters Licht zu führen, das ist für die selbstverständlich. Die fühlen sich da auch nicht mehr schlecht bei. Das ist einfach, die machen alle, jeder hat Dreck am Stecken. Außenministerin fälscht Bücher und schreibt ab und macht Plagiate und lügt sich ein zurecht, als wenn sie in England studiert hätte und kriegt keinen Satz vernünftig raus. Also das ist alles, der Scholz mit seiner Milliardenbetrug. Die haben alle irgendwo so etwas Dreck am Stecken und deshalb sind die auch arrogant, großkotzig, nicht mitfühlend mit den Menschen, interessiert die nicht. Sie meinen, sie wären gottgleich und könnten die anderen alle drangsalieren, belügen. Ja, mit der Corona-Aufarbeitung. Erst hat man die Menschen dahin geprügelt, am liebsten aus dem Betrieb raus sich messen, wenn sie sich nicht impfen lassen. Jetzt ist das Desaster da, Turbokrebs, Herzinfarkte, Gehirnschlag und, Kette ohne Ende. Was immer vorhergesagt wurde von Bhakti, von Leuten, die Ahnung haben. Und jetzt stecken sie den Kopf in den Sand und tun die Verantwortung wegschieben. Nein, es darf nicht aufgearbeitet werden, dass es schon alleine deswegen muss man die nicht mehr werden. Bei dieser schönen Landschaft an solche Blöcke zu denken, das ist schon schön. So, sehr gepflegt. Also was nicht gut ist, ist die Anzeige, weil die große ist und immer in der Sonne steht, siehst du nichts. Ich würde sagen, ihr braucht dann viele Fische. Wahnsinn.
gibt's da nicht. Da oben ist ja Tenia. Unändert, das Biest. Ja, schön. Ja, und auch gesund.
Ich hoffe, es langweilt euch nicht. Ich konzentriere mich auf die Aussicht. Ich bin jetzt immer wieder neu und auf die Blumen, auf die Farben. Also mich langweilt es gar nicht, hierher zu fahren.
Das ist jetzt der Hammer. Das ist die Kirche von Rosario. Ich habe jetzt eine riesige Runde gemacht, für niemanden dran, ohne zu wissen, nur so ungefähr von Berlin. Und da ist es wieder toll. Sehr, sehr, sehr gut. Gut hier dran. Hat auch sehr große Scheiben, diese Scheibenbremsen. Ich hoffe, die Bremsanlage ist schon mal spurbar. Thank you.
So, Fazit, das Fahrrad ist super geil, fährt sich unheimlich gut, schön. So, jetzt gucke ich mal nach dem Verbrauch. Also ich könnte noch 'm schlecht lesen, das ist ein Problem hier. 16 Kilometer noch mit Extrem. Hey. Das heißt 23, 29, 32 Low und 65 Eco. Naja, mit Eco wird keiner fahren. Würde ich low. Immerhin noch 32, hätte ich nicht gedacht. Also ist der Akku doch nicht kaputt, was ich gedacht habe. Der wäre kaputt. ...1998 hat man hier diesen Wasserspender hingemacht. Toll. So, ein schöner Platz. Nun ja, es kommt nur kein Wasser.